Wo kann man sich Detektiv Conan online legal anschauen? Die Antwort gibt es wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! Was geht ab? Ich bin's Kadoake und ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Video. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wo man Detektiv Conan online legal schauen kann. Ich habe euch zwei Alternativen rausgesucht und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Die erste Anlaufstelle sollte uns allen ein Begriff sein, und zwar ProSieben Max. Wir kennen das Ganze, hier läuft ja auch Detektiv Conan zurzeit. Wir sind auf der Homepage, ja, Link ist unten auf jeden Fall in der Beschreibung, und ja, ich kriege dafür kein Geld. Detektiv Conan wählen wir aus und da sehen wir schon Detektiv Conan Folge 431, die große Versuchung, ganze Folge anschauen. Hier können wir raufklicken und wenn wir hier raufklicken, können wir uns die Folge anschauen. Ja, wir haben zwar Werbung, aber das ist gar kein Problem. Wir können uns hier also diese neue Folge sogar also direkt kostenlos angucken. Das Ganze geht hier weiter. Und jetzt natürlich die Frage, wie viele Folgen kann man sich angucken? Hier sehen wir ja, 431, es geht noch ein bisschen weiter. Wir haben hier so knapp ungefähr... Bis jetzt ist ja gerade ein Rerun, 431 Folgen. So, und jetzt die Frage, wie viele Folgen können wir uns davon angucken? Da gehen wir einfach mal auf ganze Folgen und dann sehen wir schon, dieses Video, es kann abgespielt werden, keine Angst, meine lieben Leute, es ist gerade ein Bug. Dann können wir runterscrollen und da sehen wir, wie viele Folgen tatsächlich wir uns angucken können. Und wir sehen, es ist begrenzt, ja, meine lieben Leute, es ist also begrenzt. Das heißt, ich glaube, wir haben hier knapp 9 Folgen, also 10 knapp, die immer für eine gewisse Zeit im Online-Archiv von ProSiebenMax gespeichert werden. Das sind, glaube ich, immer so 2 bis 3 Wochen. Das heißt also, 2 bis 3 Wochen, nachdem eine Folge ausgestrahlt wurde und ihr die aus irgendwelchen Gründen immer verpasst habt, könnt ihr euch die immer noch online anschauen. Aber irgendwann werden die aus dem Sortiment gelöscht. Das heißt also, ihr habt hier eine geringe Auswahl von Detektiv Conan-Episoden, die ihr euch angucken könnt. Ja? Aber es ist kostenlos. Das ist eine ziemlich geile Sache, gerade wenn man up-to-date ist und vielleicht schon ältere Folgen kennt, ist das hier eine wunderbare Alternative und es ist kostenlos. Ja, man muss hier nichts bezahlen, immer schön Adblocker ausmachen, meine lieben Leute. Und ich würde sagen, das war's auch. Wir können ja mal beim Special gucken. Genau, hier haben wir noch so Fragen, ja, hier haben wir noch generelle Informationen zur Story und hier auch noch ein paar Quiz, ja, Fragen, die man beantworten kann, unterschiedliche Auslegungen. Also meine lieben Leute, unbedingt abchecken. Jetzt gehen wir zu der zweiten Alternative und das ist Anime On Demand. Anime On Demand ist ein Online-Streaming-Anbieter, so ein bisschen wie Netflix oder Amazon. Und das Besondere an Anime On Demand ist, dass sie ausschließlich Anime im Programm haben. Ja, es geht ja also nur um Anime, so auch vielleicht ein bisschen wie Crunchyroll. Und das Ganze arbeitet eng mit Kase. Ja, zusammen, also AOD und Kase sind sehr, sehr miteinander verknüpft. Das heißt, wir sehen ja auch viele Titel, die Kase lizenziert hat, die man hier auch streamen kann. So, meine lieben Leute, also, wir sind ja auf der Plattform und dann können wir auch schon eingeben, Detektiv Conan, das habe ich schon mal gemacht. Und dann sehen wir hier, was wir alles haben. Detektiv Conan Staffel 1, Detektiv Conan Staffel 2, 3, 4. Wir haben sogar Filme, Episode 1 und natürlich Lupin, der dritte, versus Detektiv Conan. Das heißt, wir haben ja also auch Specials. Gucken wir uns erstmal die Specials an. Wir könnten hier hingehen zum Film und dann sehen wir, wir können uns den Film ausleihen für 2,99 €. Das heißt, wir können den dann einmal gucken oder wir kaufen uns den für 7,99 €. Ist natürlich billiger, als wenn man sich zum Beispiel die DVD oder die Blu-ray-Version bestellt. Ja, da bezahlt man locker das Dreifache in der Regel, außer man holt es gebraucht, dann vielleicht so das Zweifache. Und wer jetzt nicht unbedingt scharf auf die Haptik ist, der kann das machen. Und ich sage es nochmal, ich kriege kein Geld dafür. Kein Geld. Denkt man sich vielleicht, okay, 3 Euro ist geil für so einen gemütlichen Filmeabend. Ja, wir können ja auch mal gucken hier. So, hier haben wir auch die Filme. Das ist überall der identische Preis. Egal, welchen Film ihr euch nochmal angucken wollt, für 2,99 €, denke ich mal, kann man da nichts falsch machen. Gerade wenn man in einer gemütlichen Runde sitzt, man will vielleicht dem einen oder anderen Freund, der einen oder anderen Freundin zeigen, ey, guck dir mal Detektiv Conan an. Das ist ziemlich nice. So, es geht bis Film 21, ja, die anderen sind noch relativ neu. Das ist also auch schon eine sehr, sehr große Vielfalt, die man hier hat. Und jetzt gehen wir zu den Serien. So, hier sehen wir zur Serie, hier könnte man sich dann einzelne Episoden leihen für 79 Cent. Das ist wirklich sehr, sehr günstig, meiner Meinung nach. Gerade wenn man noch eine Folge spezifisch nachgucken möchte.
dann macht das. Kaufen 1,50 würde ich jetzt nicht unbedingt machen, außer man guckt die sich immer wieder an. Aber da gibt es auf jeden Fall eine günstigere Alternative. Ja, und zwar die Serie im Abo schauen. Und hier sehen wir unbegrenzter Zugang, ja, top aktuelle Simulcasts, Dub-Prämien, freie Sprachwahl auf allen gängigen Geräten. Ja, das heißt, egal ob Mac, Xbox, PS4 und so weiter und so fort, ihr könnt es überall streamen. Tablet, Chromecast, ja, wenn ihr irgendein Handy habt und das dann nicht streamen könnt, es gibt Chromecast-Apps, ja. Und wir haben sogar eine gute Qualität mit 1080p plus Blu-ray auf hohem Niveau. Monatliche Zahlung 9,95 €. Das heißt, wir bezahlen hier weniger als 10 Euro. Wir sehen hier, wir können ja auch Vorauszahlungen machen. Ja, oder man macht es halt monatlich. Das Schöne hierbei ist, man hat nicht nur Detective Conan, ja, sondern man hat auch Zugang zu anderen Anime. So, und wir gucken uns das nochmal an. Das Besondere bei Anime On Demand ist also, ja, nicht diese Abo-Funktion, dass man hier knapp 10 Euro bezahlt, um sich dann sehr, sehr viele Anime anzugucken. Nein, das Besondere ist einfach, dass Anime On Demand alle Staffeln hat. Ja, also von der ersten Staffel bis zur vierten Staffel. Aber, meine lieben Leute, wir wissen, da muss ich auch nochmal kurz sagen, das ist aber nur bis Folge 256, ja. Das heißt, da fehlen noch 200 Folgen. Jetzt müsste eigentlich noch Staffel 5, 6 und ich glaube noch 7 reinzählen. Das heißt also, hier hätte man quasi sehr, sehr viel Detective Conan, aber noch nicht das komplette Programm. Ja, das ist vielleicht ein ganz, ganz kleiner Wermutstropfen in der ganzen Sache, aber ich würde sagen, das ist trotzdem eine gute Alternative. Und das war's eigentlich. Ja, natürlich gibt es noch Amazon, wo man sich die Sachen kaufen kann oder Netflix. Aber das sind so im Endeffekt meine zwei Favoriten. Ich kriege kein Geld dafür. Wenn ihr Detective Conan gucken wollt, seid up to date. Hier könnt ihr euch nochmal die ganzen alten Folgen angucken. Ist vielleicht wahrscheinlich nur noch eine Frage der Zeit, bis die neuen Folgen hier auch ins Sortiment aufgenommen werden. Ich weiß es aber nicht, möchte jetzt keine falschen Versprechungen machen. Und ich würde sagen, ihr habt die zwei Alternativen. Sucht euch eine raus. Wie gesagt, hat beides seine Vor- und Nachteile. Prosimax kannst du dir halt die neuesten 10 bis 11 Folgen angucken, kostenlos, ja, in einem Zeitraum von 2 bis 3 Wochen. Und hier hat man quasi Staffel 1 bis 4, hier fehlen dann ungefähr Pi mal Daumen 200 Folgen von den neueren, ja, die man sich hier nicht angucken kann. So, aber wenn man zum Beispiel nur sagt, okay, ich möchte mir nur einzelne Folgen angucken, kann man sie nicht für unter 1 Euro leihen oder halt für knapp 1,50 kaufen. Meiner Meinung nach ist Anime On Demand die Alternative, also wenn man auf ältere Staffeln zurückgreifen will oder aber man spezialisiert sich auf Kinofilme. Bei mir ist es persönlich nicht so wichtig, ob ich jetzt einen Film besitze oder nicht, ja, sondern ich würde mir dann immer diese Alternative reinziehen. Einfach einen Film leihen für 2,99 €, das ist ein prima Preis, super Preis. Natürlich gibt es auch unter euch einige Sammelliebhaber, die sich dann lieber die DVD und Blu-ray ins Regal stellen. Aber dazu wird es auch noch bald ein Gewinnspiel geben und ich würde sagen, ihr habt die zwei Alternativen. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaido Ake.